21. Dezember, deine Weihnachtsseelenbotschaft. Ja, die Engel lieben es immer spielerisch, spaßig. Darum rufen wir heute eine Engelkonferenz ein. Ja, vielleicht hast du das schon mal gehört. Gehst jetzt mit mir wieder in eine angenehme Stille, nimmst dir die paar Minuten Zeit und stellst dir vor, du sitzt in einem Raum, da ist ein großer Tisch, viele Sessel, du bist schon da und jetzt bittest du all deine himmlischen Helfer, alle Engel, Erzengel, wem immer du möchtest, jetzt zu dir zu kommen in diesen Raum. Ja, du berufst eine Engelkonferenz ein, so wie das auch unter Menschen ist. Die treffen sich zum Meeting und dann besprechen sie alles und dann beginnt der Arbeitstag. Und so hast du heute mit deinen himmlischen Helfern, mit den Engeln, ein Meeting. Sie betreten den Raum, nehmen Platz und du beginnst jetzt, deine Situation zu schildern, das, was jetzt als ersten Impuls kommt. Was liegt dir so am Herzen? Nimm mal eine Sache für heute, ein Ding oder was immer es auch ist und erzähl es ihnen mal und dann lausche ihren Antworten darauf. Und sie werden dir auch Geschenke übergeben. Ja. Lass es auf dich zukommen, schildere deine Situation, stelle deine Frage und lausche. Bitte deine himmlischen Helfer, dir jetzt Antworten und Geschenke zuteilwerden zu lassen. Ja, wenn auch das nicht gleich funktioniert und du vielleicht sagst, ich höre nichts, ich sehe nichts, das ist auch Übung. Aber mach das immer wieder mal. Berufe eine Engelkonferenz ein, schilder deine Situation und lausche den Antworten. Oder du bekommst eben Geschenke, du siehst Symbole und lass dich von ihnen unterstützen. Übergib ihnen diese Situation, bedanke dich und bitte sie, dich zu führen und zu leiten zur Lösung dieser Situation, was immer es auch ist. Du hast es ihnen mitgeteilt, sie haben es garantiert vernommen und damit lässt du es jetzt auch los. Und dann siehst du noch, wie er alle gemeinsam aus dem Raum hinausgeht und wie sie um dich sind und dich durch den ganzen Tag begleiten. Ja, und so kannst du dir auch auf deine Fragen Antworten holen. Und du wirst immer, immer geübter werden, immer feinfühliger, immer mehr Botschaften wahrnehmen, immer mehr Antworten, immer besser, immer deutlicher. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wie gesagt, die Engel lieben es, Spaß, Spiel, Freude. Ja, und dann viel Spaß und Freude beim nächsten Engel-Meeting. Alles Liebe, schönen Tag, deine Sissi.